Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing der Januar Pink Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pink Box ist eine Beauty Box, die monatlich im Abo erscheint. Sie kostet ab 13,45 Euro pro Box und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Und weil dem so ist und das halt eine Kooperationsbox ist, verlose ich in diesem Video auch ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich die Pinkbox aus dem Umkarton genommen habe, ist, dass das Design verändert ist. Also das hier scheint jetzt quasi das Standarddesign zu sein. Die ganze Box ist sowohl von der Größe her als auch von der Optik absolut überarbeitet worden. Nur das Logo ist gleich geblieben, aber das ist nicht mehr in der Mitte drauf, sondern das ist jetzt hier in der Ecke. Und ich finde, dass die Box schöner ist, definitiv. Sie fühlt sich hochwertiger an, also auch robuster. Ich verwende die ja auch gerne als Versandkarton, wenn ich Beautyboxen verschicke oder sowas, ne? Und ja, finde ich total cool. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Monate uns so erwarten wird, auch vom Design her, weil es gibt ja auch immer mal wieder eine Special Edition. Und ja, finde ich cool. Jetzt will ich aber vor allem reingucken. Ja, genau, ne? Wir haben hier Beauty-Produkte drin, die hauptsächlich, also wir haben hier 5 oder 6 Beauty-Produkte sogar mittlerweile drin. Ich glaube, 6 sind das sogar, ne? Und die sind eher so im Drogeriepreissegment, dafür aber immer größere Größen, sodass man da auch länger was von hat. Und ja, also ich finde sie ziemlich cool und kann sie immer wieder wärmstens empfehlen. Ist eine coole Geschichte. Hier haben wir den Deckel einmal entfernt. Wow, ein Deckel. Was gleich geblieben ist, ist, dass wir ein Seidenpapier haben, was mit einem Klebi zusammengehalten wird. Wir haben aber kein Schleifchen mehr. So, die Änderungen sind erkennbar. Und ich habe auch keinen Duft hier, der so rauskommt. Jetzt öffne ich mal hier den Klebi. Das ist ein Herzchen, total süß. Und habe dann einmal den Blick in die Box. Oha, oha, es geht schon ab hier. Also hier haben wir den Blick in die Box. Es sind große Produkte enthalten, das sehe ich jetzt schon. Und das hier ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist mit dem Motto. Und das Motto ist ganz offensichtlich Be Sporty. Funny. Ich habe ein Sport-BH heute an, weil ich irgendwie aktuell überhaupt keine Lust habe, normale BHs zu tragen. Das ist ein bisschen fancy-pancy. Und Be Sporty. Ich habe einen Ultramuskelkater an meinen Oberschenkeln gedönsen, weil wir donnerstags jetzt immer unseren Zuckersport machen. Und wow. Meine Freundin drillt uns da schon ziemlich und die ist echt also großartig. Liebe Grüße an die liebe Dani an dieser Stelle. Die ist hardcore unterwegs. Und sehr, sehr bald werden wir Zuckerpuppen auch aussehen, wie aus dem Ei gepellt, wie Venus aus der Muschel, nennt man das so? Weiß ich gar nicht, ne? Halt ziemlich hardcore, muskulös und mega sportlich, aber es ist schon cool. Und vor allem, man kann das jetzt auch halt mittlerweile so gut handhaben, dass diejenigen, die dann vielleicht zu Hause geblieben sind, weil sie irgendwie auf die Kinder aufpassen müssen oder so, trotzdem per Skype mit dazukommen können. Und das finde ich ziemlich cool. Also das haben wir uns ganz gut eingerichtet, dass auch irgendwie jede mitmachen kann, wenn sie möchte. Egal, auf jeden Fall. So viel zum Be Sporty Motto in Bezug auf mich selbst. Und hier schauen wir uns mal an, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Denn hier ist immer so ein Editorial drin. Liebe Pink Lady, unser Neujahrsvorsatz, eine Box, die Lust auf Sport macht und noch mehr Freude beim Auspacken bringt. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir ab 2022 mehr Platz in der Pink Box schaffen. Finde ich sehr gut, denn wir hatten bislang die letzten Monate eigentlich, oder ich glaube komplett 2021 durch, fast immer irgendwie ein Produkt, was neben der Box mit im Karton gelegen hat, ne? So passen deine Lieblingsprodukte alle in die Box und müssen nicht mehr daneben liegen. Du siehst, im neuen Jahr soll vieles anders werden. Wir wollen stressfreier durch den Alltag gehen, gesünder leben und uns mehr bewegen. Ja, das mit dem Bewegen geht klar, aber das mit dem gesünder Ernähren, das ist bei mir noch nicht ganz so drin. Unsere sportlichen Vorsätze scheitern aber oft schon beim Blick aus dem Fenster. Es ist nass, kalt und trüb. Safe. Ich habe heute vorgehabt, mit Sammy auch eine richtig schön große Runde zu gehen, aber es war nur am Stürmen und am Regnen und so. Und ja, dann wollte ich mit Sammy nach draußen gehen und dann stand ich auf der Terrasse. Sammy setzte sich in die Terrassentür, guckte mich an, drehte sich wieder um und ging wieder rein. Das war für mich ein klares Zeichen dafür, dass er keine Lust hat, mit mir spazieren zu gehen. Also haben wir es gelassen. Bei diesen Aussichten hat die Couch bessere Chancen als Sport, oder? Ein einfacher Plan muss also her. Einer, der motiviert und nicht deprimiert. Den haben wir. Die neue Pinkbox Be Sporty sorgt dafür, dass deine Füße lange Strecken meistern, du jederzeit schnupperst,
Schnupperst? Okay. Dein Eiweißshake immer griffbereit ist und dich deine Haare nicht vom Sport ablenken. Aber auch nach dem Sport lässt dich unsere Box nicht im Stich. Deine Haut darf sich schon jetzt freuen. Okay, viel Spaß beim, wir wünschen viel Spaß beim Entdecken und Testen der Produkte. Dein Pinkbox-Team, sehr interessant. Und hier haben wir die Produkte mit Preisen abgebildet. Dann kommen hier auch Informationen, so gelingen deine sportlichen Vorsätze und so bringst du mehr Bewegung in den Alltag. Das finde ich auch immer ganz cool. Wir haben meist in diesem Magazin auch so eine Doppelseite mit dabei, die halt sich auch so auf das Motto bezieht und das passt immer ganz gut. Ja, ich starte mal mit dem ersten Produkt und das passt total jetzt natürlich zu diesem sportlichen Gedönsen. Und zwar haben wir von We Love ein Deo Stick hier drin. Das ist in der Duftrichtung Sweet Serenity und sowas verwende ich persönlich ganz gerne abends, also abends nach dem Duschen, ne, benutze ich immer ein Deo, einfach weil ich das einfach lieber mag, ne. Es ist einfach ein frischeres Gefühl unter den Achseln. Und weil ich abends dusche und mich dementsprechend dann ja auch abends unter den Achseln rasiere, mag ich dann ungern so Sprühdeos, ne? Und greife dann gerne zu solchen Produkten. Deswegen passt das echt gut. Und natürlich passt es auch 1A zum Thema Sport. Da können wir uns nicht beschweren. Hier ist auch der Shaker mit drin, der ja schon angekündigt war. Der kommt mir bekannt vor. Den hatte ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Box von der Metacrew mit drin gehabt. Das ist von Shape World ein Shaker. Da muss er aber nicht unbedingt jetzt irgendwie einen Eiweißshake dir reinpacken. Du kannst halt auch einfach als Trinkflasche beim Sport verwenden. So werde ich das machen, ne? Weil, wie gesagt, wir haben halt unseren Zuckersport. Oder wenn ich halt bei mir am Tisch sitze und also am Schneidetisch, ne, und Videos schneide oder so, habe ich immer ein Getränk neben mir stehen. Und ich weiß nicht, wie das kommt, aber mein Freund und ich, wir haben permanent Flaschenmangel bei uns, obwohl wir echt einige Waterdrop-Flaschen haben. Wir haben einige diese Soda-Stream-Flaschen und so. Und ich habe auch schon einige Shaker hier. Trotzdem sind die gefühlt immer irgendwo im Nirgendwo und deswegen ist sowas immer eine gute Geschichte und ich freue mich da tatsächlich drüber. Der kommt gleich in die Spülmaschine. Ich meine, ja, du hast hier halt auch so ein... jetzt hier auch noch eingeschweißt und so, nee, eingeschweißt, aber du hättest ja theoretisch, ne, dass wenn du shaken würdest, dass da halt keine Klümpchen kommen und so, aber ganz ehrlich, ich mache mir morgens in solche Geschichten ganz gerne einfach Tee rein, lass den einfach ziehen und dann ist es einfach praktisch, wenn du schon vielleicht 3, 4 von diesen Viechern dir da so hingestellt hast und dann nicht, wenn du mittendrin bist, irgendwie in der Hausarbeit oder im Arbeiten halt, ne, dass du dir dann einfach eben schnell was nehmen kannst und nicht dann nochmal neu ansetzen musst, auch wenn das jetzt nicht super viel Arbeit ist, aber trotzdem, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Es ist einfach praktischer, wenn es einfach schon da ist und ja, finde ich geil. Also ich feiere das. Ich werde ihn auch verwenden und finde es sehr, sehr praktisch und das passt halt auch zum Motto. Dann habe ich hier etwas mit dabei, das ist von Hello Body Coco Smooth, die Daily Eye Cream. Das finde ich interessant. Ich habe eine Augencreme von Hello Body, die war auch mal in der Box mit drin, von Cara irgendwas, also diese Cara-Reihe halt. Und das ist jetzt die Kokosreihe. Ich bin eigentlich kein Fan von dem Duft von der Kokosreihe. Ich habe letztens noch ein Abschminkschaum, ein Abschminkprodukt aussortiert, weil der Duft mich echt getriggert hat. Manchmal ist es aber so, dass ich Kokosduft auch vollkommen in Ordnung finde. Ich habe zum Beispiel aktuell, das hatte ich auch in einem Adventskalender drin von Mermaid and Me, ein Shampoo, eine Spülung. Und da stehe ich dann immer unter der Dusche und mache die halt rein und lasse die einwirken. Und dann stelle ich mir immer vor halt, ne, das ist jetzt kein Kokosduft, das ist jetzt Vanille oder sowas. Auch wenn das total Selbstbetrug ist, aber egal. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall eine Augencreme und die Augen sind ja relativ weit weg von der Nasenöffnung, deswegen geht das klar. Wenn es jetzt eine Lippengeschichte wäre, ne, Lippenbalsam oder so, wäre das nicht ganz so meine Welt. Und das ist ein Tübchen und ich würde sagen, dass ich die jetzt auch mal in Anwendung nehmen werde und euch dann auch in 1-2 Monaten so in meinem Aufgebraucht-Video davon berichten werde, ne, dass ich da auch mal ein Fazit zu gebe. Kommt, glaube ich, ganz gut. Ja, und es passt auch irgendwo zu diesem Be Sporty, Be Fresh Motto, dass man halt auch wieder so dieses frische Gedöns hat. Ich weiß gar nicht, was soll ich denn machen? Wahrscheinlich Smooth ist ja Weichzeichnen, ne? Ja, also das würde ich jetzt einfach mal so sehen, dass es Feuchtigkeit spenden soll. Ich glaube, die Coco-Reihe bei Hello Body ist auch dafür bekannt, eher so Feuchtigkeit spenden zu sein, ne? Hoffentlich ist die reichhaltig genug, weil 32 Jahre sind die unteren Augengeschichten hier bei mir halt. Die brauchen ganz schön viel Pflege. Dann habe ich hier ein großes Produkt von Cosnature drin. Das ist eine Marke, die nicht unbedingt super teuer ist, aber sehr gute Produkte herstellt. Und das ist ein Duschschaum. Ich liebe Duschschäume. Das ist so ein angenehmes Gefühl. Das hat auch ein bisschen was von Spielerei, wenn man dann unter der Dusche ist und dann einfach das Produkt verwendet, ne? Das hat jetzt auch noch einen ganz tollen Duft und zwar Hibiskusblüte. Feine Geschichte. Sanfte Reinigung und ja,
Finde ich klasse. Das finde ich wirklich klasse. Ein tolles Produkt. Kann man natürlich nach dem Sport auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass hier auch ein, will nicht scharf stellen, ne? Krass. Dass hier auch eher ein blumiger Duft drin ist und nicht ein, ja, so ein aquatischer oder frischer Duft, was natürlich jetzt auch gepasst hätte. Will immer nur nicht scharf stellen. Egal. Mr. Kamerad, einfach keine Lust gerade. Es ist ja auch schon spät jetzt gerade, wo ich drehe, haben wir schon 6:30 abends. Egal. Auf jeden Fall, ne? Weil ich mag lieber blumige oder fruchtige Düfte unter der Dusche und weniger dieses aquatische. Würde ich verwenden, aber ne, das präferiere ich halt mehr. Deswegen finde ich das schon wieder geil. Da riechst du jetzt hier erstmal nichts raus, aber muss ich in Anwendung nehmen. Bin ich echt gespannt drauf. Ja, 4 Produkte haben wir schon und ein bisschen was haben wir hier noch drin. Hier haben wir Haargummis drin von Parsa. Auch Parsa ist öfters mal in der Pinkbox drin vertreten oder halt auch in den Schwesterboxen der Pinkbox, also Brigitte Box, Barbara Box und so weiter. Da habe ich auch Haarbürsten von, jetzt gerade auch hier in meinem Tisch, der sich hier vor mir befindet, ist eine Haarbürste drin, die ich dann ab und an mal verwende, wenn ich hier Videos drehe und so. Und ja, da hatten wir schon viele gute Produkte. Und das sind so kleine grau-silberfarbene Dinger. Die könnten mir vielleicht sogar ein bisschen zu eng sein. Muss ich mal gucken, weil da kannst du jetzt keinen Bommel oder so mitmachen. Und ich mache ja, wenn ich mir die Haare irgendwie mache, meistens einen Bommel. Ne? Das ist halt eher so, wenn ich mir so 2 Zöpfe machen würde oder so. Aber mache ich eher selten. Da bin ich witzigerweise zu faul für. Bommel geht einfacher. Ne? Ja, aber finde ich cool, dass sie mit drin sind, weil es ist praktisch. Und ich glaube, die kann ich mir wirklich für den Sport nehmen, weil da habe ich in letzter Zeit gemerkt, dass es mit den Invisibobbeln oder in den die Invisibobbel-Nachmacher-Geschichten, die, aua, knackt, das war die Schulter, die halten da gar nicht so super gut bei mir. Ich glaube, die nehme ich wirklich für den Sport. Passt ja auch, ne? Yay! Als hätte sie das Rad neu erfunden und freut sich einen Keks. Oha! Ja gut, komm, wir nehmen jetzt erstmal ein Mäh-Produkt raus und dann machen wir das Jäh-Produkt. Ja, es wurde ja schon quasi in dem Flyer irgendwie mit Füßen angekündigt. Ich hatte ja fast schon auf eine Fußcreme gehofft, das hätte ich richtig gefeiert. Aber nein, es müssen mal wieder komplett Blasenpflaster sein. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie irgendwelche Sportarten macht, die man vorher nicht gemacht hat, eben weil neues Jahr, wir probieren neue Sachen aus und so weiter oder wir haben uns neue Sportschuhe gekauft und vielleicht, ne, könnte man ja Blasen laufen und so, ist das irgendwie von der Idee her schon gar nicht so verkehrt und die sind auch gar nicht so günstig. Ich finde es einfach nur ein bisschen nervig, dass wir ein bisschen Inflation, dass wir ziemlich inflationär damit überflutet worden sind in der letzten Zeit, deswegen, ich habe so viele Blasenpflaster bei mir zu Hause. Sei es drum, ich habe es irgendwann schon mal gesagt, ich bewahre die alle auf und wenn wir irgendwann mal wieder hier feiern können, rausgehen können, packe ich ja auch für meine Mädels so Tütchen, Feiertütchen und jeder kriegt Blasenpflaster und Desinfektionsreiniger rein oder so, man weiß das nicht, ne? Weil das sind so die Produkte, die irgendwie 2021 ständig überall mit drin waren, in Adventskalendern, in Boxen, in allem und ja, also jetzt mal ohne Witz, wann habe ich meine letzte Blase gelaufen, das ist sicher schon Jahre her, 10 Jahre vielleicht. Also es ist echt hart. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, wann ihr eure letzte Blase gelaufen habt. Das würde mich mal interessieren. Denn es muss ja irgendwas dahinter stecken, dass die Boxenpacker sich denken, dass wir da einen enormen Bedarf hinter haben, oder? Naja. Als letztes haben wir hier so einen Dreierpack, beziehungsweise im Prinzip ist es ein Sechserpack, weil das sind immer 2 Anwendungen, finde ich mega geil, von den Shams Gesichtsmasken. Und Shams ist auch so eine ganz vertrauenswürdige Marke irgendwie, ne? Man weiß einfach, was man bekommt, weil das sind halt gute Produkte, die sind nicht irgendwie hautreizend oder so. Es funktioniert halt auch irgendwie. Und das sind auch so die Arten von Masken, dass wenn ich jetzt irgendwie wirklich mich auf eine Maske verlassen möchte und nicht irgendwie so, ne, ich bin ja so ausprobiermäßig unterwegs, wenn ich halt nicht ausprobieren möchte, sondern wirklich gerade aktiv, so Alto Belly, ich hatte einen Sonnenbrand, After Sun Mask, ich habe jetzt irgendwie super trockene Haut, Hyaluron, irgendwas, Feuchtigkeit, Aloe, Maske hier, Gedöns, ne, oder was gibt's noch, Anti-Pickel-Masken und sowas, kann man sich drauf verlassen. Wie gesagt, einmal haben wir hier die Aloe-Maske, das ist halt wirklich für super krass tolle Feuchtigkeit. Dann haben wir die Hyaluronmaske, die ist halt wirklich dafür da, um auch so Feuchtigkeit zu geben und gleichzeitig ein bisschen aufzupolstern, ein bisschen halt auch Elastizität in die Haut reinzubringen und dann hast du auch noch die Antifaltenmaske, die wirklich dein Gesicht glatt bügeln soll und das finde ich wirklich hardcore. 3 Stück davon mit drin, beziehungsweise 6 Anwendungen. Das ist nicht verkehrt, ne? Und das war jetzt auch der Inhalt der Box. Und wenn man sich halt immer mal wieder in Erinnerung ruft, was man dann ja auch für die Box bezahlt hat. Es sind 13,45 Euro und man bekommt diese Produkte zu dem Wert, den ich euch eben eingeblendet habe oder jetzt gerade.
Und ich finde es cool, ne? Ich persönlich vermisse natürlich so ein bisschen dekorative Kosmetik, aber es ist halt so, Januar ist jetzt eher nicht so der Monat, wo es darum geht, sich viel zu schminken. Es ist eher so dieser sportlich, Fitness, wir sind gesund und Neuanfang und so. Das sind immer so die Mottos von den Boxen. Und ja, ich bin glücklich, ich mag die Produkte, ich werde sie weitestgehend verwenden können, außer das Blasenpflaster wahrscheinlich. Und ja. Das war es jetzt hier auch von meinem Unboxing. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!